Frau Jelbke, welchen Eindruck hatten Sie von den Unterkünften, die Sie bei uns in der Region besucht haben? Ja, ich bin innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Deutschen Bundestag und wollte jetzt mal in Bayern schauen, wie es hier den Flüchtlingen geht, beziehungsweise wie sie untergebracht sind. Und deswegen war ich zunächst in der Erstnotaufnahme in Pfaffenhofen, habe dort wirklich schreckliche Zustände gesehen, etwa 300 Menschen, vor allen Dingen aus Ländern, wo wir eigentlich davon ausgehen sollten, die werden hier bleiben, Syrien, Irak, Afghanistan, sind dort untergebracht unter menschenunwürdigsten Bedingungen. Das heißt, sie sind also im Wesentlichen durch Tücher getrennt, kriegen keine richtige Luft, es ist dunkel, es gibt keine individuellen Räume für Frauen zum Beispiel, aber auch keine richtige Betreuung für Kinder. Und diese Menschen sind dort monatelang. Solche Aufnahmeeinrichtungen gibt es auch in Dortmund, in meinem Wahlkreis, aber dort sind die Menschen allerhöchstens 3 bis 4 Tage. Hier habe ich feststellen müssen, dass die Menschen monatelang dort untergebracht sind und ich finde, das geht gar nicht. Man kann also feststellen, sie sind zermürbt, sie sind ja im Grunde genommen traumatisiert, sowieso schon durch die Situation, aus der sie kommen, aus den Kriegsländern. Und hier nochmal durch die Situation, in der sie jetzt leben müssen. Wir waren dann in Neuburg in einer Sammelunterkunft. Und auch hier bin ich schockiert, dass doch recht viele Menschen dort jahrelang verharren in Unterkünften, wo sie zu dritt in einem 21 Quadratmeter Zimmer leben müssen. Und wo auch oft Familien im Grunde genommen unwürdig untergebracht werden, auch wenn es jetzt dort ein Familienhaus gibt, wo ich sagen würde, das ist schon mehr Menschenwürde, wie ich mir es vorstelle, also wo auch eigene sanitäre Anlage dabei ist, also ein kleines Badezimmer, ein größeres Zimmer, da gibt man sich Mühe, aber das ist natürlich nur für sehr, sehr wenige Familien. Und hier muss ja natürlich endlich mal was getan werden, um die Menschen menschenwürdig unterzubringen, vor allem was die sanitären Anlagen angeht. Heute waren wir in Manching. Das wird, ich sag mal, für mich bisher das größte Abschiebelager werden, was ich jemals gesehen habe. 2.900 Menschen sollen dort untergebracht werden. Zurzeit sind es ungefähr 820 Menschen, vor allen Dingen aus dem Westbalkan. Und ich bin wirklich schockiert, wie man überhaupt daran denken kann, solche Einrichtungen in dieser Größenordnung vorzuhalten. Denn ich kann mir einfach nur vorstellen, dass es, wenn es wirklich voll ist, diese Unterkunft, dass es zu riesigen Konflikten führt. Und wir haben es zurzeit dort hauptsächlich mit Menschen aus dem Westbalkan zu tun, die dort entweder ihr Asylverfahren durchführen, das Schnellverfahren, also innerhalb einer Woche soll entschieden werden und innerhalb 2 Wochen sowohl mit, also auch richterlichen Bescheid, wenn es einen Widerspruch gibt. Das wird auch so im Asylpaket 2 verhandelt. Und dort sind die Unterkünfte okay von der Sache her, aber von der Masse her nicht. Ich finde, das geht einfach gar nicht. Also wenn man sich vorstellt, fast 3.000 Menschen, die vor einer Abschiebung stehen, die ja alles hinter sich gelassen haben, Hab und Gut und nichts haben, das kann nur zu riesigen Konflikten führen. Und es ist wirklich unmenschlich, was dort vorbereitet wird. In welcher Verfassung sind denn die Menschen in dem Abschiebelager in Oberstimmen? Also insgesamt haben wir wirklich mit sehr, sehr vielen Flüchtlingen gesprochen. Und ich habe in den unterschiedlichen Einrichtungen immer wieder den Spruch gehört, wir sind im Kopf kaputt, wir werden im Kopf kaputt gemacht. Weil man muss sich einfach vorstellen, die Leute sitzen jeden Tag rum, sie wollen arbeiten, sie dürfen nicht zur Schule gehen, sie haben keine Bildung, sie haben keine Qualifizierung für den Arbeitsmarkt, den sie natürlich, sie wollen arbeiten. Ja, und also ich habe niemanden getroffen, der nicht irgendwas machen möchte, aber wenn man dazu verdammt ist, im Grunde genommen den ganzen Tag irgendwo rumzuhängen, im Zimmer zu sein oder in einer Anlage auch noch, wo man eigentlich gar nicht leben kann, dann entstehen wirklich solche Traumatisierungen. Und wenn wir dann noch hören, dass es manchmal jahrelang dauert,
dann sieht man auch, dass die Menschen sowas von demoralisiert sind, ja fast traumatisiert sind. Und wie gesagt, dann wundert es mich nicht, wenn sie uns sagen, wir sind im Kopf kaputt.